nochmal. Verständlich. Eine Skalarwaffe erzeugt gewaltige elektromagnetische Impulse. Und? Wenn man sie an der richtigen Stelle einsetzt, geht die US-Verteidigung den Bach runter und unser schönes Land stürzt in totale Anarchie. Dann kommen die Russen und sagen Hallo. Ende Gelände. Wir sollten diesen Kerl finden. Arkadi Kirilenko. Scheiße. Ist das der Kerl, den du nicht erschossen hast? Er ist mit dem Projekt verbunden? Kirilenko ist das Projekt. Aber wenn wir nicht sofort aufbrechen, ist er weg. Ich kläre das mal mit Braidwood. Nein, 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 nein. Dann schickt er statt uns nur ein paar schwuchtelige Mem, die Schiss haben, den Abzug zu drücken. Sarge? Mann, ich bin jetzt 44. Muss auf drei infantile Bastarde aufpassen. Die Karriere hängt in der Luft. Und das sollte meine letzte Mission sein. Ich kann das nicht nochmal. Ich kann einfach nicht. Was ist mit der Rettung der Heimat? Und dann was? Nun ja. Gut, dann bist du dabei. Meine Schuld, dass Kirilenko noch lebt. Sweets? Lass mich nachdenken. Ja! Agat? Mann. Das Letzte, was ich bin, ist ein Drückeberger. Also ja. Ich bin dabei. Okay. Ihr fahrt bei einem gepanzerten US-Transport in der Nähe mit, um zu Kirilenko zu kommen. Das ist der einzige Weg. Ja. Es gibt bestimmt noch einen zweiten Weg, aber den wollen die uns ja wieder nicht zeigen. Ja. Da haben wir jetzt Snowblind auch geschafft, die Mission, und sind jetzt bei der nächsten. Also ging's nach Süden, Richtung Chile. Schätze, Aguirre hatte einflussreiche Freunde, denn US-Panzer warteten schon auf uns. Wir hatten lange keine Hilfe, also war das für uns wie Weihnachten. Nur, dass unser Geschenk ein irrer russischer Colonel war. Ich hatte schon schlechtere Urlaube. Bravo 2 hier, Riverguard, kommt, over. Ich höre, Riverguard. Kirilenko wurde zuletzt in einer Siedlung gesehen, eventuell ein größeres Lager. Beim Windenergiepark von Telenay. Schnappt ihn möglichst lebendig. Aber tut ansonsten, was ihr tun müsst. Verstanden, Riverguard. Bravo 2 out. Kodiak 3, Kurswechsel. Willkommen in der roten Zone. Ja, aber hier wird es erst beim nächsten Mal weitergehen, denn das war's erstmal für heute. Also, bis dann, hier sehen wir uns dann wieder.